Hello. Moin. Tag. Heute ist Mittwoch, der 16.09. Und wie ihr seht, bin ich schon wieder im Wald. Hätte die Kamera auch schon früher mitnehmen können. Ich war nämlich auch joggen heute und ja, hab's vergessen. Obwohl, ich weiß nicht, ist eine Mischung aus vergessen und ist jetzt so umständlich. Einfach so. Ich habe mir einen Wecker zu 5 gestellt, bin um 5.15 Uhr oder so dann aufgestanden. Dann gehe ich erst mit dem Hund raus. Dann komme ich wieder vom Gassi gehen und ziehe mir die Laufklamotten an und gehe laufen. Und dann bin ich bis zur Grenze wieder gelaufen. Da war ein schöner Sonnenaufgang wieder. Der war richtig schön, muss ich sagen. Und da habe ich dann Fotos gemacht. Aber ein Video habe ich nicht gedacht. Na los, komm. Was soll ich sagen? Hab dann echt nicht mehr dran gedacht. Bescheuert eigentlich. Obwohl ich habe sogar beim Laufen noch gesnapchattet und kurz gebeam aufgenommen, weil ich ja jetzt das 6 Plus immer mitnehme. Habe ich euch beim letzten Mal erzählt. Über das über das Quadlock erzähle ich dann aber ein andermal. Ich wollte das Kanalvideo gestern aufnehmen oder hab's ja auch aufgenommen, aber das hat mir nicht gefallen. Das war mir zu langweilig. So wie ich es aufgenommen habe. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ich habe schon eine Idee, mal sehen, vielleicht, ja, wir schauen mal. Das war jedenfalls die nächste, lösche ich wieder. Allerdings ist ein Foto bei rausgekommen, was ich benutzen werde. Ja, was auf Google Plus schon ein Hintergrundbild ist. Also oben hier im Header. Auf Facebook stelle ich es auch gleich als neues Headerbild. Mal gucken. Und zu dem Video, nicht zu dem Video, Featurebild wird das Sonnenaufgangbild. Ja, auch wenn ihr das im Video nicht seht. Das ist halt immer so. Cookie, geht's noch? Oh, der Hund so ein Riesenstock. Geht's dir gut? Oh, anscheinend ja. Gut, wo war ich? Heute erzähle ich von einem anderen Gadget. Und zwar vom Gorillapod. Gorillapod ist sicherlich den einen oder anderen schon ein Begriff. Gibt's schon ziemlich lange. Und ich zeige euch jetzt mal, was es ist. Das ist mein Gorillapod. Den habe ich schon sehr lange. Man sieht also, ne, Stativ. Man hat hier so drei Beine und durch diese Kugelgelenke kann man die in allen möglichen Richtungen drehen und das Ganze dann an Bäumen, Laternenpfahlen oder sonst wo dran befestigen. Ich benutze ihn momentan, um mein iPhone dran zu befestigen, hier oben mit dem Kugelkopf. Der ist von Manfrotto, ja, von Manfrotto. Hallo, geht es um scharf? Ja, ne, geht nicht. Naja, gut. Naja. Ich habe diesen Schulterpod an meinem iPhone, damit mache ich das an dem Kugelkopf hier oben fest und halte das Ganze dann so vor mir mit der Kamera zu mir. Ne? So, ja. So als Selfie-Stick sozusagen. Den Gorillapod gibt es in verschiedenen Größen für alle möglichen Geräte, also dass man kleine Kameras raussetzen kann, größere Kameras oder sogar Spiegelreflexkameras. Nur ist meiner, wie gesagt, schon ziemlich alt und die Kugelgelenke, die sind echt schon ausgeleiert. Also ich kann da nichts Schwereres als mein iPhone mehr anmachen, selbst mein iPhone ist manchmal schon zu schwer. Wenn ich das irgendwo festmache, dann muss ich schon ganz genau gucken, wie es angebracht ist. Ansonsten rutscht es wieder runter. Deswegen habe ich mir einen neuen bestellt. Und zwar die größte Version. Das sind die Kugelgelenke aus Metall. Die sind hier aus Plastik. Und die trägt auch eine Spiegelreflexkamera. Ich bin gespannt. Heute kommt es an. Ich zeige es euch natürlich. Und dann könnte ich, wenn ich mal dran denke, auch mal den neuen Gorillapod nehmen, das iPhone darauf befestigen und das ganze Geschrubbel mit zum Laufen nehmen. Sieht zwar bescheuert aus, wenn man mit so einem Teil in der Hand rumläuft, aber ist ja egal. Hauptsache, ich denke auch mal dran, ein Video zu machen, wenn so ein schöner Sonnenaufgang ist, oder? Snapchat hat ein Update rausgebracht und hat jetzt so neue Gimmicks. Da kann man so Herzchen über seine Augen legen und andere witzige Sachen machen oder zum Monster werden oder solche Sachen. Halt gestern Abend kurz gesehen, dann nie wieder, funktioniert bei mir nicht. Ich glaube, der Algorithmus der App erkennt mein Gesicht nicht wegen dem Bart. Die meisten Snapchat-User haben wahrscheinlich auch keine Bärte. So, letzte Runde mit dem Hund, bevor ich so arbeiten muss. Die Post war nicht da. Keine Ahnung, ob sie schon durch ist. Normalerweise kommt sie halb 12 ungefähr. Warum nehmen die da eigentlich Hundetüten mit, wenn sie gar keinen Hund haben? Naja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie einen Hund haben.
den nur nicht dabei haben. Unglaublich. Und dann regen sie sich das nächste Mal auf, wenn ich die Hundekacke liegen lasse. Wie auch immer, ich will mich jetzt nicht aufregen. I don't know. Kommt morgen wahrscheinlich der neue Gorilla-Pot. Muss ich warten. Oder Amazon liefert wieder mit Hermes oder so einen anderen Quatsch. Und die kommen dann nach, wer das, wo ich auf Arbeit bin. Dann kriege ich das auch erst morgen. Außer um ein Nachbar nimmt das an und der kann da heute Abend vielleicht sogar noch klingeln. Geht ja manchmal. Geh. Ist gut. Du bist ein kleines Monster. Wie das Herrchen, so der Hund muss ja auch ständig aufregen. So, es war, wie ich gesagt habe, Amazon hat mit Hermes geliefert und Hermes kam natürlich, als ich schon zur Arbeit war. Aber immerhin oder zum Glück habe ich ganz tolle Nachbarn, die meine Post immer entgegennehmen, wenn ich nicht da bin. Ist auch nicht so selbstverständlich. Also ist Glück hier. Gut, ja, ich setze mich mal jetzt hier an den Schnitt. Und dann überlege ich mir, was ich morgen aufnehme. Und also außer den Gorilla-Pod, den ich hier dann erst morgen holen kann. Und ansonsten abonniert alles, was da unten steht in der Beschreibung. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.